Herz auf Guadeloupe, einem kleinen Stück Frankreich am Rande der Karibik. Es ist die Zeit des Karnevals. Und es ist die Zeit der Zuckerrohrernte. Das Zuckerrohr und natürlich der Rum, der aus ihm gebrannt wird, bestimmen noch heute das Leben auf Guadeloupe. Es war Christoph Kolumbus, der im Jahr 1493 auf seiner zweiten Amerikareise die ersten Zuckerrohrpflanzen nach Guadeloupe brachte. Um die Plantagen erfolgreich bewirtschaften zu können, ließen die späteren Kolonialherren Tausende von Sklaven aus Afrika hierher verschleppen. Deren Nachkommen leben bis heute hier. Der März ist die Zeit der Umpflanzungen, der Racourage, wie man auf Kreolisch sagt. Die Arbeiter setzen Zuckerrohrpflanzen, die außerhalb der Reihe gewachsen sind, um, damit die Maschinen sie besser ernten können. François Lantot überprüft den Reifegrad der Pflanzen. Seine Familie betreibt ihre Brennerei seit 1895 und ist damit die älteste Rumdestillerie auf Guadeloupe. Schon die alten Perser kannten das Zuckerrohr. Sie bezeichneten es als Schilfrohr, das Honig ohne Bienen gibt. Die subtropischen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit auf Guadeloupe sind gut für das Zuckerrohr, machen dafür aber Mensch und Maschine gleichermaßen zu schaffen. Um seine betagte Zuckerrohrpresse reparieren zu können, fehlt François ein Ersatzteil, das es hier nicht gibt. Techniker Franz versucht zu improvisieren. Eine solch alte Destillerie gibt es wohl kein zweites Mal auf Guadeloupe. Auch keine, die so ökologisch arbeitet. Sie braucht weder Strom noch Öl. Ihr Kraftstoff ist die Bagasse, die getrockneten Reste des ausgepressten Zuckerrohrs. Wir sind hier im Generator, oder sagen wir in dem, was man Generator nennt. Hier wird der Dampf hergestellt und mit diesem Dampf kommt alles in Gang. Damit wird sogar destilliert. So benutzen wir letztendlich alles vom Zuckerrohr, selbst den Dampf. Nichts geht verloren. Oder wie es bei uns heißt, vom Schwein ist alles fein. Früher war die Ernte eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Männer schnitten, die Frauen banden das geschnittene Rohr und die Kinder brachten die Bündel zu den Karren. Eine Feldarbeiterfamilie konnte so pro Tag bis zu einer Tonne ernten. Da es bis heute keine Lagerräume für das Zuckerrohr gibt, muss man es so schnell wie möglich verarbeiten. Die Maschinen werden also ausschließlich mit frischem Zuckerrohr gefüttert. Bei 90% der weltweiten Rumproduktion handelt es sich um Industrierum, der aus der Melasse, den Überresten der Zuckerproduktion, hergestellt wird. Der Rum der Antillen und besonders jener aus Guadeloupe ist dagegen sogenannte Rhum Agricole, echter Branntwein, der aus dem reinen, vergorenen Zuckerrohrsaft gewonnen wird. Das Zuckerrohr läuft etwa eine Viertelstunde über verschiedene Förderbänder und wird dabei ausgepresst. Die getrockneten Reste dienen auch hier als Brennstoff für die Destillation. Im Gegensatz zur Brennerei von François Lantot wird hier mit der Bagasse ausschließlich der Destillationsapparat erhitzt. Den Rest der Maschinen treibt ein Dieselmotor an. Dem Zuckerrohrsaft wird Hefe beigemischt. Es dauert 1 bis 2 Tage, bis der Saft gärt. Der vergorene Zuckerrohrsaft fließt dann durch den riesigen, über mehrere Etagen gehenden Destillationsapparat, an dessen Ende der Rhum Agricole herauskommt. Rum mit einem Alkoholgehalt von 75%. Seine besondere Note verdankt er dabei dem Know-how des Brennmeisters. Druck, Einstellungen, Zeiger und Drehungen der Schließhähne bleiben sein Geheimnis. Rum galt in Europa schon immer als Getränk der Karibik und wurde zu einem so wichtigen Wirtschaftszweig, dass Frankreich den Dreieckshandel entwickelte. Von Europa aus fuhren die Schiffe nach Afrika, wo sie billigen Tand gegen Sklaven tauschten. Die Sklaven brachte man in die Karibik, wo sie auf den Zuckerrohrfeldern arbeiten mussten.
Mit Rum und Zucker an Bord kehrten die Schiffe anschließend nach Europa zurück. Noch lagert in den Fässern der Rum der vergangenen Jahre. François' Geschäftspartner Grégoire Aillot arbeitet an der geschmacklichen Weiterentwicklung des Longteau-Rums. Das ist natürlich auch immer eine Frage des Gaumens. Zuerst misst er die Umgebungstemperatur und den Alkoholgehalt. Danach zählen nur noch Geschmack und Fantasie. Ich werde zwei Rums mischen, die ganz unterschiedliche Charaktere haben. Ich will einen Kompromiss schaffen zwischen einem Produkt, das sehr würzig ist, dabei aber gleichzeitig eine große Finesse aufweist und Fruchtnoten hat, und diesem Rum, den ich sehr mag, der außer den würzigen Noten von Vanille auch noch Noten von Balsam und Kakao, also stärkere Geschmacksnoten, besitzt. Bei dieser Assemblage von 60 zu 40 habe ich das Gleichgewicht, das ich erreichen will. Hier hat man wirklich den Eindruck, Carocara zu trinken, die Insel der schönen Wasser, Guadeloupe. Der Rum muss mehrere Monate lagern, bevor er abgefüllt wird, auch in der Brennerei Longteau. In den Lagerhallen, in den Tiefen der Fässer, machen die Zeit und das Holz ihre Arbeit. Grégoire und François beschließen hier ihr Wochenende. Kaum haben sie den Pfropfen gelupft, füllt sich der Raum mit Aromen, Farben und Düften. Haben die Geister hier nicht zu viel getrunken? Wir verlieren jährlich fast 10% davon. Der hier ist schon ansprechend. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, ob ein Rum gut ist oder nicht. Man muss ihn schmecken. Schön vanillig. Ich finde ihn sehr weich. Er hat eine klassische Nase. Man spürt die Tannine, die sehr gut darin aufgegangen sind. Ich glaube, dass wir ihn in einem der Cognac-Fässer veredeln sollten. Fässer von Rémy Martin. Und ich glaube, nächstes Jahr werden wir ein hervorragendes Produkt haben. Er ist schon ziemlich gut. Ich glaube, der ist perfekt.